Gib Ruhe, sonst gibt's Schläge. Gibt's ja nicht. Ständig die Meckerei von euch allen. Ihr geht mir alle voll am Keks. Ihr nervigen Fratzen. Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute bin ich wieder Red Dead Redemption. Es geht weiter mit der Hauptstory-Quest. Wir treffen uns jetzt mit Seth. Ich hatte gemerkt, dass ich nicht mal ein Angebot gemacht habe für diese absolut eigenartige Folge. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. So. Oha, das ist wohl Seths Pferd. Das hat wohl schon bessere Tage gesehen. Ich möchte ihm gerne was zu essen geben. Oh je. So, kann ich hier rüber? Nee. Kann ich hier irgendwo rein? Ja, hier. Okay, also dann geht's los. Wir treffen Seth. Oha, Leichen ausbuddeln und andere schöne Hobbys. Habe ich den Typen nicht schon mal gesehen? Excuse me, are you Seth? Who are you? Oh Gott, my friend of Mr. West Dickens. Oh boy. My name's Marston. John Marston. Goodbye, John Marston. It's been a great pleasure. Oh Gott, ist der ekelhaft. I need your help, Seth. We need your help. Me and Mr. West Dickens. Let me be frank for one second, partner. I hate people. It was people who got me in this mess in the first place. What mess? Look at me! Look! Scrambling around, looking for maps, half insane. I ain't washed in 6 months. My hair falling out, my mind's going. Der ist creepy. What happened? What happened? My partner. He stole half my map. I never would have done that to him. Never! Look at me. Who did this to you? My partner. My boy, my man. Moses Ford. I don't have the facility to tell you what I would have done for that man. And what I would do to him now. Why? Because he stole half my goddamn map. And what map's that then? The map, partner. The map that tells me where it is. Yes. Where what is, komplett friend? Irre. I ain't telling you that. I ain't. Don't make me tell, partner. It's mine. It's mine. All mine. Sure. Oh my God. Where's this Moses now? He's at Benedict Point. The law got him for exhuming. Some people, they feel differently. Not Moses. Him and me are the same. The self-same. Well. Come on, Seth. Let's go see Moses. Get you your map back. Then maybe you'll help me. All right, partner. Let's go. Ich will mit dem nirgendwo hingehen. Der ist total ekelhaft und creepy. Come on, then, partner. Oh Mann, erst irgendwelche Leute, die irgendwelchen armen Männern irgendwas wegnehmen wollen. Jetzt der. Der ist mehr tot als lebendig, genauso wie sein Pferd. How can you sink that low? Digging up graves and looting from the dead. Ha, hypocrite. The whole damn lot of you. Are you saying it's better to steal from the living? They're corpses. They don't care none. These people have been laid to rest. You don't know nothing. I talk to them long after they've been forgotten by every other fella. I tell them it's all right to be scared and alone. I embrace them when they're stinking and rotten. I met some sick bastards in my time, Seth. But you? You're special. Folk is cold and heartless all their lives. To me, they gets warmer when they're actually cold and heartless. Surely that makes sense to even you. Not exactly, it don't. Are we really living anyway? Do you exist outside my mind? Maybe we're both having the same dream, and when we wake up, we'll die. I certainly seem to be in some kind of nightmare. Es ist sehr strange. Have you looked in the cave, Seth? It's very dark. What'd you say? I didn't say nothing. I just heard you say something. You're a crazy man. You should get that head looked at. Seth,
I need someone who can get a wagon inside Fort Mercer. I was told you could help me, but I'm not sure you even know what day it is. I don't. I can't even tell you what year it is. I knew this was a waste of time. So, you want to go after Bill Williamson, do you? You know Bill? Oh, yes. I met Williamson and Deke, and all them boys. Sometimes they call me on when they get some special job needs doing. I got a reputation as a man who do things most other fellers won't. Now, that I can believe. I reckon you can get in there, no bother. Assuming you help me find this map, that is. Master! Okay, der ist super creepy. What's so important about this map? Nothing much. Just unimaginable riches and such like. A spark of hope that lit a raging fire I can't put out. Whatever. Another treasure hunter losing everything in the search for nothing. Oh, I lost it all, partner. My wife, my children, my business. Good riddance to them all. I don't eat, I don't sleep, I don't wash, and I don't care. I know. I can smell you from here. It used to be about the money, but now, I don't know who I am no more. I see myself, but it's like I'm looking at somebody else. Only it's me. You know? Maybe it's time you moved on. No way I can stop now. It's taking me over. Der ist mega peinlich. All right, this is it. Let's stop here a moment and come up with a plan. Sein Arm ist gefährdet. Moses is being held in that shack. There's a couple of deputies keeping guard outside. Can you distract him so I can sneak in for a quick parlay with that son of a bitch? I'm sure I can think of something. Oh man, das arme Pferd. Der sollte ich einfach mal waschen, ach, der ist ekelhaft. Leave him away from the shack and out of sight. Somewhere out past that hill. Okay. Ich will gar nicht gesucht werden. Hallo? This is one god awful assignment. I know. Okay, which horse? Don't you lay a finger on them horses, mister. Okay, er hat mich gesehen, dann weg. Oh mein Gott. Los geht's. Ja, wenn du Verbrechen begehst, du bist vielleicht lustig. Ich muss dir das ja wohl machen. Ihr habt es mir ja wohl gesagt. So. Ja, jetzt bin ich... So, jetzt muss ich zurück zu ihm. So ein schönes Pferd. Das geht. Ja, toll. Jetzt ist auf mich eine Belohnung ausgesetzt. $20. Toll. Das Spiel ist voll gemein. Ich habe so ehrenhaft gespielt und zack, ist jetzt eine Belohnung auf mich ausgesetzt. Das habe ich jetzt davon. Ja, ich kann aber jetzt da schlecht wieder hingehen, ne? Mit dem Pferd. Oder sind die jetzt da nicht mehr? Bin mir nicht... Wo ist denn der? Da ist er. Good job getting rid of them clowns. Now keep an eye out in case they come back. Toll. Was ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. You got a visitor. Oh my God, Seth. They arrested me. It weren't my fault. Ah! Get the hell away from me! Get that slippery bastard! I need him alive, though! No! Trust Seth. He's sick in the mind! War doch klar.
So, jetzt warte, wo ist mein Lasso hier? So, komm. Just leave me alone! So. Fesseln. Ach Gott, diese Quest, Leute. Let me go, I'm begging you. Nix. Seth would sell his own mother. Es gibt's da Ruhe. Jetzt komm, geh ein bisschen schneller. Oh mein Gott. Du kannst die Gewehr auf dein Pferd legen. Ja, mein Pferd ist ja weggerannt. You just wait till I get loose, mister. Gib Ruhe, sonst gibt's Schläge. Gibt's ja nicht. Ständig die Meckerei von euch allen. Ihr geht mir alle voll am Keks. Ihr nervigen Fratzen. Ich will eigentlich nur ehrenhaft sein und das ist nicht möglich mit euch. Moses, you son of a bitch. Where's my damn map? Damn you, Seth. Damn you, Seth. You've always been a twisting little freak. I ain't telling you shit. Der ist auch so hässlich. Then I'm gonna cut you up piece by piece. Till you find your tongue. Friend, this man's gone crazy in the sun. I suggest you take my advice and start talking. Shut up, Marston. I want to cut into a bona fide man's flesh. Ain't never cut into a live one before. Odd fellow's rest. It's an odd fellow's rest. Get away from me once and for all. Geht doch. Well, ain't that a damn shame? I was starting to enjoy myself. I think you gone pissed yourself, Moses. Those deputies went and put a bounty on your head. Best we clear it now. Don't need the law on our backs. I don't have no money, but I got me a pardon letter. Here, take it. You earned it for helping me with Moses. Come on, we can pay it off in the telegraph office. Come on, ain't no time to be wasting. Okay, ein Begnadigungsschreiben. Okay. Ja, ich habe $20, das weiß ich. Besuch ein Telegrafenamt. Ja, da bin ich ja hier schon, ne? Ah, hier geht's rein. Come at me with all that flim-flam. Go on then, you can clear it up the desk. The sheriff believes miracles take place in repentance. This should clear my name. Master! Hurry up, will you? We got more important business to attend to. Let's hope we meet again. Okay, habe ich das jetzt geschafft? Ja, gut. Yay! So, mister, thanks for your help. Don't worry yourself with thanks, Seth. Just help me when I come asking. No problem, mister. Puh. Da rennt da. Okay, das ist ein komischer Typ. 25 Ruhm habe ich trotzdem bekommen. Das ist natürlich mega cool. Was haben wir denn hier noch für... Haben wir hier... Nee, das ist mein Pferd, nicht? Nein, ich will nicht hoppen. Ich habe ja jetzt auch kein Kopfgeld mehr, oder? Nee. Passt. Da drin ist dann quasi die nächste Aufgabe. Du bist ja schick. Du bist ein hübsches Pferd. Aber bevor wir jetzt ein Pferd stehlen, hätte ich gesagt, beende ich diese Folge. Danke euch vielmals fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein kostenloses Abo von euch freuen. Über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus.